Willkommen zurück, Teil 2 der Lernvideoserie. Mal schauen, wie viele es werden. In der letzten Woche hatte ich geteilt, dass es wichtig ist, wirklich mit den Grundlagen anzufangen beim Lernen. Und hatte den Gitarrenkurs genannt, den ich gerade mache, wo ich jetzt, nachdem ich 3 Jahre lang Gitarre lernen wollte und es ist nichts passiert und ich war frustriert, ist es jetzt so, dass ich wirkliche Fortschritte mache. Weil der Kurs angefangen hat bei, wie setze ich mich richtig hin beim Üben? Wie halte ich die Gitarre? Wie halte ich das Plektron? Und solche Sachen, die ich bei keinem anderen Gitarrenlehrer gesehen habe. Also wirklich ganz, ganz, ganz vorne anfangen und es gibt keine Frage, die zu blöd ist. Heute möchte ich eine Sache teilen und zwar Frust beim Lernen. Ich hatte nämlich sehr, sehr viel Frust auch während dieses Kurses bisher, dem Gitarrenkurs. Ja, wie kommt das? Ganz einfach. In dem Moment, wo ich was lerne, muss ich meinen Horizont erweitern. Also ich erweitere meine Grenzen. Das heißt, ich stoße an das, wo ich etwas nicht kann. Und natürlich ist es frustrierend, wenn ich merke, ich will diesen Akkord spielen oder ich will entspannt da sitzen und einfach nur eine Saite zupfen und es klappt nicht. Es klingt doof, die Saite verstimmt sich oder ich greife daneben, der Ton ist nicht sauber. Hey, dann mache ich das eine Weile und irgendwann ist eine Grenze erreicht, dann sage ich so, jetzt reicht's mir, ich lege das Ding hin, es macht keinen Spaß so. Das heißt, bei allem Lernen, meiner Erfahrung nach, gibt es einfach eine Frustgrenze, nenne ich es mal. Das heißt, du kannst nur jeden Tag einfach an deine Grenze rangehen, wo du das nicht kannst, ein bisschen drüber gehen, Neues aufnehmen. Das kommt ja auch in deinen Körper, in deinen Organismus rein, das geht durch viele Emotionen und so weiter. Also es ist Lernen auf allen Ebenen. Irgendwann reicht es dann bist du voll für den Tag und dann ist es auch gut aufzuhören und dich nicht zu pushen und zu sagen, nein, jetzt erst recht, weil dann kommt Anspannung und je angespannter, desto weniger kannst du lernen, sondern zu sagen, okay, ich entspanne mich, fertig. Morgen ist ein neuer Tag, ich setze mich morgen einfach wieder 10 Minuten dran und gut ist. Das habe ich gemacht und ich bin zum Glück dabei geblieben bei diesem Gitarrenkurs. Ich war 2 Wochen lang komplett frustriert, weil nichts funktioniert hat. Ich habe trotzdem weitergemacht. Und plötzlich an einem Tag war es so, irgendwie hat es einen Klick in mir gemacht und es hat einfach funktioniert. Was ich vorher nicht machen konnte, also mit relativ viel Druck, also laut und mit Plektron Saiten zupfen und die klar, ohne dass 3 Saiten gleichzeitig klingen, hat plötzlich funktioniert. Und ja, jetzt bin ich schon wieder an der nächsten Herausforderung. Es macht wieder teilweise keinen Spaß. Aber insgesamt lerne ich gerade auf einer anderen Ebene, mich immer weiter zu entspannen. Das vielleicht als ein drittes Video zum Thema Lernen. Das für heute. Ich freue mich auch über deine Inspiration, deine Anregungen. Und dann sehen wir uns nächste Woche im Teil 3 der Serie, was es so übers Lernen zu lernen gibt. Alles, alles Liebe.